Die dritte Dimension von Linda Dillon und dem Council of Love. Die dritte Dimension. Physikalität, Länge, Breite, Tiefe. Die Fähigkeit, alle Dimensionen und Realitäten einzubeziehen. Die Qualität der freien Wahl. Die dritte Dimension wurde von der göttlichen Mutter erschaffen, damit ihre süßen Engel einen Ort haben, um zu spielen. Es ist ein Ort, um Körperlichkeit zu erfahren und in der Lage zu sein, willentlich in die Form hinein und hinauszuspringen. Die reine dritte Dimension ist ein unglaublicher Ort. Denk an Gaia in ihrem ursprünglichen, reinen Selbst. In der dritten Dimension haben wir den Segen unserer fünf Sinne und das Wissen, wer wir sind, als auch die Fähigkeit, zwischen den Dimensionen zu reisen und im Einklang mit dem Göttlichen zu erschaffen. Die einzigartige Qualität des freien Willens ist das goldene Geschenk dieser Dimension. In anderen Realitäten ist die freie Wahl entweder keine Option oder sie existiert nicht. Der Council of Love bezieht sich auf die alte dritte Dimension als ein Hologramm, das rasch dahin schwindet. Darum ist das Frustrations- und Angstlevel bei vielen Menschen so hoch, die sich nicht wirklich des Übergangs bewusst sind, der gerade geschieht. Sie haben ein Verlangen, an der alten Dimension festzuhalten, die nicht mehr länger existiert. Das erschafft ein großes Ausmaß an innerem Chaos, welches wiederum das Loslassen vorantreibt. All dies ist notwendig, um fähig zu sein, sich der authentischen, drittdimensionalen Realität voll und ganz zu erfreuen, in all ihrer Schönheit und Vergnüglichkeit. Die Gaben der dritten Dimension sind vielfältig. Alles, was du brauchst, um diese Gaben zu erfahren, sind offene Augen, die süße Gaias zu atmen, das lichtvolle Wasser zu trinken und den Hauch der Freiheit an deiner Wange zu spüren. Es gab da eine Zeit in Mittelerde, als diese Essenz und Schönheit dieser physischen Erfahrung von Form zutiefst geschätzt wurde und aufs Vollste erfahren. Das ging verloren, als die falschen Netzwerke und menschlichen Paradigmen an Macht über die kollektive Psyche gewannen. Aber dieser Einfluss schwindet. Die alte dritte Dimension wird als Illusion erkannt. Also besuche die neue dritte Dimension und entdecke, erkunde und genieße die Schönheit dieses wunderbaren Planeten und all seine Wunder und Bewohner. Einstein erklärt die dritte Dimension als durch die Qualität der Wahrnehmung und Erfahrung von Körperlichkeit bestimmt. Das bedeutet, dass das Universum durch die Erfahrung von Länge, Breite und Tiefe wahrgenommen wird. Aber die Wachstumsqualität ist die Fähigkeit, alle Dimensionen, Realitäten, Emotionen und Geist zu umfangen. Die dritte Dimension besitzt auch die einzigartige Qualität der Freiheit der Wahl. All die höheren Dimensionen haben die Gelegenheit, sich in der dritten Dimension darzubieten. Die Gelegenheit zu Wachstum und die Qualität der dritten Dimension sind die Fähigkeit zu wählen, sich über die reine Wahrnehmung der Körperlichkeit auszudehnen und alle Aspekte des Selbst zu verkörpern. Das ist es,
was die universelle Mutter meint, wenn sie davon spricht, alle Aspekte des Selbst zu verkörpern. Die dritte Dimension ist nicht auf das Raum-Zeit-Kontinuum begrenzt. Das scheint nur so. Die Herausforderung und die Gelegenheit in 3D ist es, über die physischen Erscheinungen hinauszugehen. Es ist die Verwirklichung davon, dass man nicht auf eine Dimension oder Realität beschränkt ist. Deine Wahlmöglichkeiten sind unbegrenzt. Der Übergang ist einer von einem Paradigma der Dualität und Polarität von Gewinner-Verlierer hin zu Gewinner-Gewinner.